Auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen Chisterin aus Mexiko. Dann neben Herrn Paul direkt Chancy, unser Weißclown in der 14. Saison bei Roncalli. Und auf der rechten Seite unser poetisches Element Carillon aus Italien. Und in der Mitte natürlich, brauche ich nicht vorstellen, unser Gründer und Direktor Bernhard Paul. Tierfrei das erste Mal in diesem Jahr und es gibt ab Köln dann, so Gott will und alles funktioniert, das erste Mal Holographie im Zirkus. Das heißt, wir werden auf diese Art und Weise die Pferde wieder herbeischaffen, die dann wieder durch die Manege traben, artgerecht, mit Betonung auf Art, Arte, und sehr beeindruckend, ihr habt die ersten Proben schon gesehen. Alle diese Dinge werden in Köln das erste Mal passieren und ein völlig neues Programm. Und wir haben in diesem Winter noch eine Nummer gewinnen können. Es ist ja in Paris immer das Zirkusfestival Cirque du Moins. Der Gewinner, Goldmedaillengewinner dieses Jahres, ist dann in Köln zum ersten Mal zu sehen bei uns. Und es gibt halt dann jede Menge, wir haben, glaube ich, die größte Clown-Truppe zusammengebastelt, die es gibt. Wir sind insgesamt 9 Clowns, die in diversen Auftritten und Zwischenspielen durchs Programm leiten, und wir sind schon sehr gespannt, wie das in Köln ankommt. Zum Teil läuft es schon jetzt in Recklinghausen und wir sind sehr beruhigt, dass das so harmoniert, und es sind ja vieles neue Mitglieder im Zirkus, die aus der ganzen Welt wiederkommen, und das haben wir sehr gespannt. Thank you.
paradise in the romantic world of Roncalli. It's very special. Because this is my first time in the circus. And, you know, the first day when I came here, everything is very new for me, like a new life. And a new entertainment style and new people, so I'm still learning. And it's very, like, you know, fantastic land. So I think it's for the entertainers. Bernhard, was ist das Besondere am Kostüm und wie ist es entstanden? Ja, Jensi wollte ja wieder ein neues Kostüm, der ist also sehr modisch jedes Jahr. Jedes Jahr will er ein neues Outfit, aber er hat natürlich im Laufe einer Vorstellung mehrere Kostüme, wechselt die. Und das ist quasi der stilisierte Ballon. Wenn Sie hinter Ihnen sehen, den Ballon oder ein Plakat, das ist, der Ballon ist schon jetzt ein Wahrzeichen geworden im Laufe der letzten zwei Jahre. Und dieses Kostüm ist in Barcelona handgemacht worden von einem Theaterkostümbildner. Und das ist das neue Kostüm der Saison von Jensi. Jensi, du bist in diesem Jahr in die 14. Saison bei Roncalli. Genau, Gott sei Dank. Normalerweise sagen, oh, schon 14 Jahre. Ich sage, Gott sei Dank. 14 Jahre. Was macht für dich Roncalli aus und wie ist es für dich, das siebte Mal nach Köln zu kommen? Okay, sind zwei Fragen. Eine Frage ist, Roncalli für mich ist wie ein Reise zum Regenbogen. Ist ein. Schauen wir mal. In Oper, Sänger oder so, das beste Platz ist Wiener Staatsoper oder Scala Milano. Das beste Platz für einen Clown ist Roncalli. Das ist das beste. Zirkus für Clowns. Und für Artisten auch, aber für Clowns ist ganz besonders, weil unser Herr Direktor ist auch Clown. Und die zweite, die Köln, ist eine Schwester von Barcelona. Sind Ciudades Hermanas. Ja. Barcelona und Köln sind Schwester. Ich weiß es nicht, wie heißt die Partnerstadt. Ja, so. Und ja, der Köln hat einen großen Dom, Barcelona hat eine Sagrada Familia, hat viel Kultur, Köln, Barcelona auch. Und es ist wie Barcelona, es ist sehr, sehr lateine Atmosphäre in Köln. Und das gefällt mir sehr. Und ja, also, man ist ja ständig auf der Suche, wenn man Zirkus macht, und Clowns sind so die Trüffel von dem Menü, das wir immer bieten müssen. Und ich war bei einem Festival in Santander und da habe ich ihn gesehen. Und habe mir gedacht, das ist genau der Clown, den ich mir vorstelle. Also Clown ist ja eigentlich der mit dem weißen Gesicht und das ist eigentlich der dumme August, wie man in der Fachsprache nennt. Und er ist ein Allround-Mensch. Also zum Beispiel, er spielt Trompete, Posaune, aber auch Saxophon. Was nicht so einfach ist, weil der Ansatz ist ein ganz anderer. Also das Mundstück bei der Trompete ist quasi gegenteilig zum Saxophon. Und er kann Einrad, er macht Salto, Flickflack. Er jongliert, er ist ein unglaublicher Allround-Mensch und ist erst 24. Was? Und singt sehr gut. Was? Er singt sehr gut, sagt er, Jensi. Ja, das ist heute die Überraschung, weil, dass er dann im Finale noch ein Lied singt, aber unglaublich mit Gänsehaut. Also ein unglaublicher Gewinn für den Zirkus Roncalli. Eine Bereicherung und er harmoniert bereits sehr gut mit Jensi, die machen das Clown-Duo und er hat eine unglaubliche Mimik. Ich könnte ihm stundenlang zuschauen.
Die immer wieder kehrende Antwort, man wird sehen. Also es ist nur in diesem Fall, wo alles neu ist, viel zu tun, aber ich strebe es immer an und es ist mir bis jetzt immer gelungen, auch mal wieder in der Manege zu stehen. Ich habe es vor. Naja, es ist so, wir wollen uns einerseits jetzt unterscheiden, weil wir keine Tiere mehr haben, dass man das auch irgendwo merkt und spürt. Der Zirkus war immer schon so das Missing Link zum Theater, also Commedia dell'arte. Schon Sarasane hat um die Jahrhundertwende sich Zirkustheater genannt. Also das ist ja schon eine Verwandtschaft und zeigt aber auch, dass man besonders sorgfältig umgeht mit dem Metier und im Detail wird man das spüren. Also allein schon, dass in dem Fall jetzt ein Pferd in die Manege kommen wird, ist am ersten Blick, dass man denkt, das ist ein echtes. Und am zweiten merkt man, dass das drei Menschen spielen. Und das ist also die Theaterumsetzung des Pferdes. Das wäre dieses Jahr 250 Jahre Zirkusjubiläum. Philip Astley in London hat den Zirkus vor 250 Jahren quasi erfunden. Mit Pferden. Und es gab nur Pferde. Also das Pferd ist der Ursprung des Zirkus. Und da man auch, das darf natürlich nicht fehlen, aber trotzdem versuchen wir zeitgemäß den Zirkus zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe am Neumarkt schon immer ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, wenn die Pferde am Tag da 2 Meter von der Straßenbahn entfernt standen und die im 2-Minuten-Takt vorüberfuhren. Also man muss vieles unter einen Hut bringen und bei uns habe ich mich entschieden jetzt für diese Art des Zirkus, das wir jetzt Zirkustheater nennen. Ohne Tiere, aber trotzdem Zirkus. Wissen die Peter-Leute denn, dass euer Pferd nicht echt ist? Wissen die Peter-Leute, dass euer Pferd nicht echt ist? Da muss man aufpassen, die haben ja damals bei den Eisbären gedacht, die sind echt. Die sind ja nicht ganz zurechnungsfähig. Ich sage immer gern, das ist Peter ist die Stradivari unter den Arschgeigen. Also die sind ja, die haben ein komisches Verhältnis zu den Tieren schlechthin. Die wollen ja einen Blindenhund abschaffen und das Therapiepferd für kranke Kinder. Also die sind nicht ganz dicht. Aber dem zum Gefallen habe ich es nicht gemacht. Seine eigene Entscheidung unbeeinflusst von allen möglichen. Eine weitere Frage. Aber sich erneuern ist schon schwierig, ne? Bitte? Sich erneuern als Zirkus ist schon schwierig. Das ist es ja ist nicht einfach. Ich sage jetzt besonders, wenn man so Details anschaut, zum Beispiel plastikfrei, was man da alles machen muss und was da alles passieren muss und was da für Vorschriften gibt. Aber es ist lebensnotwendig, sich immer wieder erneuern. Wenn man immer dasselbe machen würde, dann würde man den Weg gehen, den viele Kollegen in den letzten Jahren genommen haben.